Hallo und willkommen in diesem Video. Heute schauen wir uns die Deutschprüfung für den MSA aus dem Jahr 2016-2017 in Hamburg an. Wir haben nun schon eine ganze Reihe unterschiedlicher Bundesländer gehabt und wollen heute mal gucken, was auf euch in Hamburg zugekommen wäre vor ungefähr 3 Jahren. Das bedeutet natürlich auch, dass diese Prüfung noch ein klein wenig näher an dem ist, was ihr wahrscheinlich erleben werdet. Die Arbeitsbedingungen kennt ihr, sind euch klar, ändert sich zu eigentlich jeder Klassenarbeit und zur ESA-Prüfung im Vergleich nichts. Wir gucken dann einmal kurz weiter und fangen an mit Aufgabe Nummer 1. Unsere erste Aufgabe ist wie immer ein Text, den wir lesen müssen. Dieser Text ist in dem Fall relativ lang, aber er ist ganz gut zu verstehen. Am Ende findet ihr ein paar Worterklärungen und neben dem Text ausreichend Platz, damit ihr unklare Wörter markieren, nummerieren und erklären könnt. Bitte haltet euch immer an diese Schritte. Gucken wir einmal die erste Aufgabe an. Überprüfe, ob die folgenden Aussagen zum Text richtig oder falsch sind. Zitiere eine Textstelle, aus der das hier hervorgeht. Der Ich-Erzähler geht jede Woche mit seinem Vater gemeinsam zum Weiher angeln. Diese Aufgabe hat 2 Besonderheiten. Das eine ist einmal die Frage richtig oder falsch. Dafür würdest du einmal einen halben Punkt bekommen, aber du bekommst nur alle Punkte, wenn du ein Zitat, das bedeutet eine Textstelle genauso, wie sie im Text steht, abschreibst. Der Ich-Erzähler geht jede Woche mit seinem Vater gemeinsam an den Weiher angeln, ist falsch, es ist ihm nämlich peinlich. Jetzt müssen wir in unseren Text gucken. Das steht relativ weit am Anfang. Wir finden es an unterschiedlichen Stellen. Eine Möglichkeit, wo wir finden, dass der Sohn nicht mit dem Vater angeln geht, ist in Zeile 31. Er sagt, ich bin nie dabei an seinem Freitagabenden am großen Weiher. Das kann ich mir markieren. Wichtig ist, dass ich es danach hier vorne Wort für Wort hinschreibe. Und weil es ein Zitat ist, Anführungszeichen am Anfang setzen. Seinen Dann müssen wir selbstverständlich die Zeile dahinter schreiben, also Klammer auf, kürzen Zeile ab. Einmal reicht. Zeile 31. Stelle 2. Der Ich-Erzähler analysiert mit seinen 5 Freunden alle Begebenheiten, die sich mit dem Mädchen ereignen, in das er verliebt ist. Das ist auch falsch. Auch hierzu suchen wir eine Textstelle und wir schauen einmal,
Das war etwas weiter hinten. Es geht hier vor allem um die Stellen weiter hier vor hier. Mein bester Freund kennt ihn so gut wie ich. In vielen Stunden haben wir die Ereignisse durchgesprochen und interpretiert, genau wie die Dramen im Deutschunterricht. Er analysiert das nicht mit seinen Freunden, sondern vielleicht maximal mit einer anderen Person. Aber von 5 Freunden kann gar nicht die Rede sein. Bester Freund. So, und jetzt geht der Text an sich noch weiter. Also die Textstelle. Deshalb schreibe ich in Zeile 68 und mache im Anschluss, weil es nicht um eine Zeile, sondern um mehrere Zeilen sich handelt, F, F. Der Ich-Erzähler glaubt zunächst, dass das neue Mädchen in der Klasse auch in ihn verliebt ist, da sie sich seiner Wahrnehmung nach ihm gegenüber auffällig verhält. Diese Aussage ist richtig. Hierzu findet ihr eine Textstelle bei Zeile 17, 70. Ich schreibe sie einmal auf. So. Diese Textstelle findet ihr bei Zeile 70 und in den folgenden Zeilen.
Kommen wir zu Nummer D. Nach der Rückkehr vom Schulfest überredet der Vater seinen Sohn, ihn zum Angeln zu begleiten, um sich abzulenken. Der Vater redet eigentlich nicht so richtig mit dem Sohn. Es ist kein, sondern der Sohn weiß einfach, dass der Vater dahin geht. Das könnt ihr gut sehen in Zeile 87. Das wäre dann hier. Das ist eigentlich nur, er hört ihn, er weiß, das könnte ihn ablenken und das war's. Sprich, diese 1, 2, 3, 4 Zeilen könntet ihr abschreiben und das wäre dann drin. Also, ich werde das jetzt nicht ganz aufschreiben, sondern schreibe nur die Zeilen hin. In einer Abschlussarbeit müsstet ihr das auf jeden Fall vollständig abschreiben. Hier geht es an dieser Stelle vor allem darum, dass der Sohn, als er den Vater hört, weiß, dass der Weiher ihm helfen könnte, Ruhe zu finden. Als der Ich-Erzähler mit seinem Vater in den Weiher fährt, geht es ihm nicht in erster Linie ums Fischefangen. Ja, das ist auch richtig. Es geht darum, dass, in dem Fall sagt er, das Werfen wichtiger ist als das Fangen. Es geht ihm vor allem aber darum, den Kopf frei zu bekommen. Hierzu findet er eine Textstelle in Zeile 113. Diesmal ist das Werfen wichtiger als das Fangen. So. Aufgabe 11. Der Ich-Erzähler bemerkt während des Angelausflugs nicht, dass der Vater auch Sorgen hat. Ich bin mir nicht so sicher. Also in der Lösung steht, wir sollen ankreuzen, dass es richtig ist. Aber ich bin mir nicht so sicher, weil er eigentlich ja sagt, dass er einfach keinen Platz im Kopf hat für andere Schmerzen. Eine passende Textstelle wäre hier, aber ich bin zu stumpf für andere Unglücke. Die Stelle geht da noch weiter. So. Okay. Gucken wir einmal schnell Aufgabe Nummer 2.
Ein Klassiker. Du hast bestimmte Zeilenangaben, du hast deine Überschriften, du sollst sie zuordnen. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du eine Überschrift verwendet hast, solltest du sie oben rausstreichen. Falls es nicht genau 6 Überschriften sind, ich habe sie nicht gezählt, ja, es sind mehr, es müsste eine Überschrift übrig bleiben. Für den ersten Teil ist die Überschrift schon gesetzt, für den zweiten nehmen wir die Überschrift Freitagabends. Denn die passt am besten zum Gesamtinhalt, also zum eigentlichen Inhalt. Es ist so ein bisschen wie, was ist los? Quasi sowas wie eine Einführung. Gucken wir auf den dritten Abschnitt von Zeile 52 bis 61. Hier würde ich nehmen, versuche der Nacht. Wegkenntnis. Jetzt noch einmal kurz markieren, was wir benutzt haben. Das würde ich nehmen für Zeile 52 bis 61, weil ich hier etwas finde, also hier geht es irgendwie da ein bisschen darum, dass er einen Weg versucht zu finden, in seinem Leben klarzukommen, wie er Dinge macht. Und das halt nachts ist, er nachts nicht schläft. Mal 4. Große. Große Enttäuschung. In diesem Stück des Textes geht es darum, dass er sich eigentlich verliebt hat und auf einmal seine scheinbare Freundin doch nicht ihn bevorzugt, sondern jemand anders. Müssen wieder ein bisschen was markieren. Nummer 5. Er kommt nach Hause, er geht mit seinem Papa angeln. Er kommt ein bisschen zur Ruhe. Angeln als Lösung quasi. Also angeln mit dem Vater. Bremst den freien Fall. Textstelle Nummer 6. Da geht es darum, dass er kein Gefühl hat für den Schmerz vom Vater. Was wir hier vorher in dieser Aufgabe hatten. Großer Schmerz. Ertönt. Alles. Und dann das letzte. Eigentlich
eine traurige Stelle. Vater und Sohn liegen, also ab da, Vater und Sohn liegen da oder sitzen da, gucken auf den Komet und sie wissen, es ist der vielleicht letzte Komet, den sie beide zusammen sehen. Es ist die Überschrift: Der Komet am Nachthimmel, Vorahnung auf Abschied und Neues. So. Okay, dann gehen wir mal kurz weiter. Aufgabe Nummer 3. Beschreibe, was die unten zitierten Textstellen jeweils über die Beziehung zwischen dem Ich-Erzähler und dem Vater sagen. Der Ich-Erzähler findet das Angeln peinlich. Das bedeutet, der Ich-Erzähler versucht sich vom Vater zu distanzieren. Also versucht sich von gemeinsamen Dingen zu distanzieren. Das zweite, zu den verschlossenen Türen seiner halb erwachsenen Kinder hin ruft. Das Kind zieht sich zurück, der Vater lässt die Türen zu und akzeptiert das irgendwie. Er wartet nicht. Also, wenn wir uns die Textstelle mal richtig angucken. Zeile 23. Also, was das ist ja das hier. Der Vater ruft, aber keine Reaktion ist, dann ist es halt so. Also, der Vater akzeptiert, dass der Sohn sich zurückzieht. Ich bin nie dabei an seinen Freitagabenden. Ja, ist ganz klar, der Sohn begleitet den Vater nicht. Ein Mann zu werden ist gefährlich und ich nehme an, mein Vater weiß das und denkt gelegentlich daran. Das deutet darauf hin, dass der Sohn denkt, der Vater versteht ihn. Ich denke nicht an ihn. Zeile 52, mal gucken.
Genau. Diese Textstelle versteht man eigentlich nur, wenn man das hier drüber sieht. Das bezieht sich nämlich auf den Vater, von dem geschrieben wird, dass er direkt über ihm quasi ist und nach ihm angelt. Also der Sohn ist so sehr mit sich selber beschäftigt, dass er auch gar nicht an den Vater denkt. Okay, gucken wir einmal weiter. Erläutere den folgenden Satz im Textzusammenhang. Ich falle den ganzen Tag. Hier würde ich von dir irgendwie eine Erwartung, also würde ich von dir erwarten, dass du darauf kommst, dass es in diesem Stück Text darum geht, dass das Fallen nicht wörtlich gemeint ist, sondern als eine Metapher. Dass er das Gefühl hat zu fallen, weil das Mädchen doch nicht in ihn verliebt ist. Also dass er quasi aus den Gefühlen, aus dem schönen Gefühl runterfällt. Das Ganze müsstest du dann irgendwie begründen. Eine kurze Antwort wäre, der Junge fällt aus seiner schönen Danken und komme als das Mädchen ihn verliebt ist. Das kann man natürlich noch viel besser und viel größer ausformulieren. Immer daran denken, wir haben hier eine Metapher. Aufgabe Nummer 5. Mein Vater sieht mich die Treppe runterkommen, stelle anhand von 4 Aspekten dar, wie sich der Vater ab dieser Textstelle verhält. Da geht es darum, was der Vater macht. Erste, was der Vater macht, er nimmt ihn mit. Also er heißt ihn willkommen, ohne groß mit ihm darüber zu sprechen. Das Zweite, er stellt keine Fragen. Er fragt nicht, warum willst du mit, du wolltest doch sonst nicht hier. Das als drittes. Er zeigt in gewisser Weise Anerkennung, als der Sohn den Köder wirft.
Und das Letzte, er erzählt nichts von seinen eigenen Problemen. Okay. Text 1 trägt die Überschrift Der Sommer des Kometen. Auch folgende Titel wären denkbar. Wähle denjenigen aus, den du für besonders geeignet hältst. Hier suchst du dir einfach irgendeinen aus. Könntest zum Beispiel sie nehmen. Und dann kriegst du, je nachdem, wie du das begründest, umso logischer deine Begründung ist, kriegst du eine bessere, also kriegst du mehr Punkte, bis zu 4. Wenn du nur schreibst, ich finde den Titel toll, dann ist das nicht so gut. Ich finde, es kommt immer auf das Weil an und auf das, was du dann hier unten noch zu schreiben bereit bist. Also ein bisschen überlegen. Aufgabe 7. Kreuze an, welche der folgenden Inhaltsangaben am besten auf Text 1 zutrifft. Das ist relativ klar, wenn du das liest. Es ist die Inhaltsangabe 3, denn Nummer 1 passt nicht so gut dazu, weil in Inhaltsangabe Nummer 1 der Vater nicht vorkommt. Das ist nicht gut. Und in Inhaltsangabe Nummer 2 die Inhaltsangabe Nummer 2 hat einfach das Problem, dass sie am Ende irgendwie darstellt, dass das Angeln eine wichtige Rolle wird, aber das sagt die Geschichte gar nicht. Also die Geschichte sagt nicht, dass das Angeln wieder zu seinem Hobby wird. Weiter. Ja, diese Aufgabe musst du nicht bearbeiten, sie ist quasi freiwillig. Hierzu kannst du unterschiedliche Dinge machen. Du kannst ja, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Also könntest zum Beispiel dir den Text durchlesen, dann stellst du fest, dass es bei beiden irgendwie um Angeln geht. Also das müsste vorkommen, Angeln.
Bei beiden Texten geht es irgendwie um eine Vater-Sohn-Beziehung. Und beide Texte sind aus der Perspektive von einem Sohn. Und dann würdest du natürlich auch noch auf darauf hinauslaufen, dass du Unterschiede suchst, also dass zum Beispiel in diesem Text das Angeln nicht unterbrochen wird. Dass du in dem Text 2, da geht es mehr um das Angeln selber, und in dem Text 1 geht es mehr um eine Notsituation, eine emotionale Notsituation und so weiter. Also hier würdest du dann immer mehr Sachen aufschreiben. Hast ein bisschen was an Platz und bekommst je nachdem natürlich, wie viele Dinge du findest, mehr Punkte. Damit sind wir dann auch schon beim Sprachteil angelangt, um den wir uns jetzt kümmern werden. Schauen wir uns nun im Sprachteil einmal die Aufgabe Nummer 9 an. Wir sollen erklären, was mit den unterstrichenen Textstellen gemeint ist. Hierbei handelt es sich um Metaphern, das ist nämlich ein anderes Wort für Sprachbilder. Also, wir wissen es nicht, aber es ist so, niemand von uns kennt den Trampelpfad hindurch und alle rennen wir blind ins Schilf. Das bedeutet, keiner weiß, was am Ende passiert und wir können nicht abschätzen, was daraus folgt. Also, wir machen es etwas ohne. Wir machen. Etwas ohne Ergebnis und Folge. Zu kennen. So sitzen wir, ich mit der großen Fleischwunde, er mit seinem Freitag. Abendbier, da geht es um den Liebeskummer, der von ihm wie eine Wunde empfunden wird. Also der eigene Liebeskummer. Wird wie eine empfunden. Aufgabe Nummer 10. Ersetze die in den folgenden Sätzen fettgedruckten Wörter jeweils durch ein Wort oder einen Ausdruck mit ähnlicher Bedeutung. Zur Not sind wir unser eigenes Fest, auch wenn etwas mehr Kraft nötig sein wird, die Sache zu verklären. Verklären bedeutet, dass man etwas verändert, und zwar so, dass es einem besser passt in dem Rahmen, wie man das erzählen will, also dass man etwas schlechter macht oder dass man etwas schlechter macht. In dem Fall geht es eher ums schlechter machen, ums schöner machen. Deshalb wird hier passen, beschönigen. Das macht ihr zum Beispiel ganz gerne auch, wenn ihr über eure eigene Leistung im Unterricht mit euren Eltern redet, dann ist es völlig normal, wenn ihr eure Leistung etwas beschönigt, weil ihr
dann sagt, ah, so schlimm war ich gar nicht und so. B. All die unbeholfenen Entfernungsversuche und Ausbrüche, all die verkorksten Premieren. Da verkorkst, also schlecht gelaufen, all die. Ihr würdet wahrscheinlich sagen, all die Verhauenen. Ich nehme all die Missglückten. Ich sehe die Blicke der Freunde, die mich betrachten wie ein verendendes Tier. Verenden, ein sterbendes. Gehen wir mal weiter. D. Die Art, wie mein Vater auch schweigt, hätte mich an einem gewöhnlichen Abend vielleicht stutzig gemacht. Hätte mich vielleicht zum Nachdenken gebracht. Misstrauisch gemacht. Aufgabe 11. Wie und in welchem Zustand ich nach Hause gelangt bin, weiß ich nicht mehr. Bestimme das Tempus des unterstrichenen Prädikats in diesem Satz. Erkläre, warum die grammatische Form hier verwendet wird. Hört sich komplizierter an, als es ist. Gelangt bin ist erstmal perfekt. Und der Grund ist einfach nur, es wird Vergangenheit geschildert. Gucken wir mal weiter. B. Wenn sie sich in Latein zu mir umdreht und irgendein eine reizende Kleinigkeit fragt, würde ich mich am liebsten umdrehen. Das ist der Konjunktiv. Achso, hier, wir sollen den Modus erklären. Das ist ein Konjunktiv und da geht es darum, etwas auszudrücken, was man gerne machen würde. Also die Schilderung von einer erträumten Handlung oder von einer gewünschten Handlung. Die Schilderung einer möglichen, aber nicht echten, nicht realen Handlung. Aufgabe Nummer 12. Der folgende Satz ist aus Text 1 ist grammatisch unvollständig. Keine gute Zeit zum Angeln. Vervollständige den Satz so, dass er grammatisch vollständig ist. Das ist vom Sprachgefühl her schon einfach so, dass uns das Prädikat fehlt. Wir haben kein Prädikat. Wir haben kein Subjekt in dem Satz. Wir könnten einfach schreiben, es ist keine gute Zeit zum Angeln. Damit wären wir dann durch. B. Nenne und bestimme die Satzglieder, die du in dem von dir formulierten Satz ergänzt hast. Okay. Das ist einfach. Es ist natürlich das Subjekt. Ist natürlich ein Prädikat.
Erkläre, welche Wirkung. Es wirkt natürlich ein bisschen, also die Aussage wird verkürzt, es wirkt umgangssprachlicher. Es wird auch auf das, die Aussage des Satzes, die Aussage, also keine gute Zeit zum Angeln, es reduziert das Ganze auf die Aussage, also auf den eigentlichen Inhalt. Aufgabe Nummer 13. Ordne den folgenden Sätzen aus den unten angeführten Kommaregeln jeweils die passende hinzu. Habe Karte fürs Blur-Konzert und trotzdem das Gefühl, alles zu verpassen. Hier suchen wir den erweiterten Infinitiv mit zu, weil den haben wir hier. B. Sie ist neu in der Klasse, ihr Name klingt nach Südamerika. Das sind unterschiedliche Satzteile. Oh nein. Also 6 und 1. Wie mein Vater hustet, schimpft und nach. Jetzt suchen wir eine. Eine Aufzählung. Weil 1, 2. Drei Dinge. Es ist der letzte Komet, den wir gemeinsam betrachten werden. Das sind Haupt- und Nebensatz. Aufgabe Nummer 14. Ein Schüler schreibt für die Zeitung seines Angelvereins über eine Reise nach Norwegen. Er bittet dich darum, den Text zu überprüfen. Korrigiere den Text, indem du Falsches durchstreichst und die Verbesserung auf die Linie darunter schreibst. Ergänze fehlende Kommas im Text und streiche falsch gesetzte Kommas deutlich durch. Achte auf Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik. Okay. Gucken wir die erste Zeile an, finden wir keinen Fehler. In der zweiten finden wir aber einen, nämlich den Samstag hier. Das müssen wir groß schreiben. Das kannst du erkennen daran. Das gleiche gilt übrigens auch für hier das Warten. Das müssen wir auch groß schreiben, kann man auch daran erkennen. Gucken wir weiter. Wir hatten das Gesamtpaket. Das ist. Ein C zu viel. Und haben die Überfahrt genossen. Unserem reservierten also einmal hier das und einmal da ein Fehler. Das müssen wir klein schreiben, weil es ein S am Ende hat.
anderen Sachen. Also wenn wir davon ausgehen, dass es ein Gastgeber ist, unserem, ansonsten unseren Gastgebern. Wir müssen uns da entscheiden. Ich würde nur das machen. Dann in die Nebengebäude. Nebengebäude schreibt man natürlich anders. Und wir müssen dieses Komma das haben sie unglücklich gelöst. Das finde ich nicht gut. Dieses Komma hier wegmachen. Dann haben wir wieder ein kleines Stück nix, bevor es dann weitergeht. Das sind echt viele Fehler. So, also am späten Sonntagmorgen ist ein Wort. Da wir einen leben wir in der Nähe der Küste. Hier wollen Sie das Komma wegmachen. Nein, falsch. Ich habe mich schon gewundert. Also, da wir einen strammen Wind aus der hatten, hier gehört ein Komma hin. So rum. Wir beangelten die. Die schmalen Passagen ist falsch. Und dann haben wir noch die Windverhältnisse mit Doppel S. Und wir haben dieses zu. Ist das, dass wir mit 2S schreiben müssen. Also du siehst, es sind ganz schön viele Fehler. Das ist, glaube ich, wieder ein, sind 16, müssten 16 Fehler sein. 8 Punkte, also ein halber Punkt je Fehler, den du, also ein halber Punkt Abzug wieder je Fehler, den du nicht findest. Keine Minuspunkte. Kommen wir zur Aufgabe Teil Nummer 3. In deiner Schreibaufgabe hast du einmal mehr die Auswahl zwischen unterschiedlichen Dingen. Also zwei Aufgaben. Die erste, etwas, was du eigentlich kennst, was wir in Klasse 9 und 10 geübt haben. Das Schreiben eines inneren Monologs. Oder quasi sowas wie ein Beitrag. Aus meinem Bauchgefühl heraus würde ich euch sagen, dass ich glaube, die größte Chance, gute Aufgabenergebnisse zu erzielen, liegen bei euch im Bereich der Aufgabe B. Würde ich das hier durchlesen und dann schreibst du etwas, beachtest natürlich immer diesen Teil hier unten, den kannst du später als so eine Checkliste verwenden. Denkt dran, auch wenn ihr die Aufgaben jetzt gerade macht und wir das nicht alles einzeln kontrollieren, besprechen und so weiter, dass ihr in jedem Fall die Schreibaufgabe mitübt, weil die Schreibaufgabe unfassbar viele Punkte bringt. Es sind ganze 20 Punkte von den möglichen Punkten, die du hast. Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn du 20 Punkte bei einer perfekten Schreibaufgabe, das ist mehr als eine Note.
Dementsprechend ist es super, super wichtig, dass du das auch echt machst. Wenn du hier guckst, die Noten haben immer einen Abstand von ungefähr 10 Punkten. Eine richtige Schreibaufgabe bringt dich eine Note höher für relativ wenig eingesetzte Zeit. Nehmen wir mal an, du machst 10 Punkte oder 11 Punkte in der Schreibaufgabe. Das ist nicht besonders viel, das ist nicht besonders schwer. Dann kommst du damit schon eine Note höher. Deshalb nimm diese Schreibaufgabe jetzt auch beim Üben ernst. Ansonsten wünsche ich dir und deiner Familie eine schöne Woche. Bleib gesund, bis bald.